Leute, ich bin's Lina und heute reagiere ich wieder auf Shots. Let's go. Wenn dein großer Bruder Jungsbesuch hat. Ja, man kennt es. Schön die Hose in den Hintern rein, dann sieht er noch größer aus. Nein, das kenne ich nicht. Und jetzt tu so, als hättest du gar keinen Bock eigentlich reinzuplatzen. Bruder, ne, und dann bin ich dahin, ne? Hey. Okay, erstmal so tun, als wenn du Dennis gar nicht siehst. Hey Dennis, hast du mein Aufladekabel? Nein, Mann, hab ich dir vorhin schon gesagt. Hä, hast du gar nicht. Oh, warum sagt er das? Okay, Zeit schinden. Dennis muss noch mein Po sehen. Sicher, dass du es nicht hast? Warum steht die da wie so eine Banane? Nerv's nicht, Mann, ich hab's nicht. Okay, weißt du, wo es sein könnte? Digga, das ist dein Aufladekabel. Was weiß ich denn? Kann ich noch mal kurz in deine Schublade gucken? Da hab ich's, glaube ich, reingelegt. Mach. Aus die Kacken, Mann. Okay, guck weiter. Da liegt das Aufladekabel zwar schon, aber egal. Oh mein Gott, Dennis guckt. Oh, wo ist es denn? Oh Gott. Ich hab's. Das ist ein Apple-Aufladekabel. Du hast doch gar kein iPhone. Oh, ich hasse meinen Bruder. Wie sehe ich denn aus so, eigentlich? Okay. Ich kenne das. Als ich so 3 oder 4 war, hatte ich den größten Crush auf einen der Freunde meines Bruders. Vor allem, ich war so 3 oder so. Ich hatte schon einen Crush. Naja. Lass uns wetten. Oh, 20. Gerne. Was wetten? Du sollst diesen Deckel hochheben. Okay, also ich soll diesen Deckel einfach hochheben? Ja. Puh, easy. Wetten. Ich hebe den Deckel hoch. Das wäre zu einfach. Nein. Nicht mit Händen. Ah. Ah, was ist damit? Nein, nicht mit der Zange. Nein? Nein, versuch mal ohne alles. Aber wenn ich gar nichts nutzen darf, dann geht das doch gar nicht. Na gut, dann nimm das Glas. Ein Glas? Ja, warum nicht? Ah, ich weiß wie. Ich brauche etwas Wasser und ein Blatt oder 2 Papier. Papier richtig schön nass machen. Ja, das hat man ja immer darf parat. Papier ne? so ein, ja, das ist so Wasser und Papier hat man ja immer Papier parat. Einmal zusammen und legt das hier so drauf. Eine Kerze. Hm, okay. Und jetzt, pass auf. Was also jetzt, jetzt saugt vor? Es an. Oh, die Kerze ist ausgegangen. Weil es steht so im so, Vakuum. Tada! Hm, du Fuchs. Und Geld ist meins. Ja, toll. Also, sie meinte ja, man darf gar nichts benutzen. Aber okay, lasst weiter schauen. Ich muss Merve zum Lachen bringen. Und wenn sie verliert, dann muss sie sich verkleiden und mich zum Lachen bringen. Let's go! Soll ich jetzt auch aufstehen? Nee. Also. Du Merve. It was at this moment that he knew. Das ist nicht witzig. Tu mal die Süßigkeiten weg! Ich habe hier Briefe. Briefe mit Wörtern, Buchstaben, Sachen aus der 2. Klasse, ja? Ja. Unterschrift ist ein Wort. Wieso? Gibt's schon wieder nur eine Zahl? Frau Schmanz, ja? Schmanz. Schmanz. Sind gekichert, gell? Das zählt. Nein. So, doch. Nein! Oh! Spätestens, wenn ich twerk. Ich liebe Shirley, sie ist einfach so ein Energiebündel. Ich liebe sie einfach, wirklich. Wie dieses Mädchen im Disneyland gestorben ist, ist der absolute Horror. Im Disneyland? Abby Stone war gerade 18 Jahre alt, als sie im Disneyland arbeitete. In den 80er Jahren gab es dort eine Attraktion namens America Sings. America Sings war eine Art Musical, bei dem Sänger, die als Tiere kostümiert waren, auf der Bühne auftraten. Debbie war am Ausgang der Attraktion zuständig. Das Musical war sehr beliebt, doch eines Tages passierte etwas Schreckliches. Während der Aufführung hörte man auf einmal verstörende laute Schreie. Doch das Publikum ging einfach davon aus, dass es zur Show dazugehört. Aber da hatten sie sich getäuscht. Shit. Nach der Aufführung war keine Spur mehr von Debbie Stone, bis man sie dann irgendwann hinter der Bühne fand. Und das nicht mehr lebendig. Sie war wohl gestürzt und zwischen eine Maschine gefallen. Und die Maschine hat sie bei lebendigem Leib zerquetscht. Die Schreie, die das Publikum während der Aufführung gehört hatte, war nicht nur irgendein Kind gewesen, das Achterbahn fährt und es gehörte auch nicht zur Show. Alle hatten live die schmerzerfüllten Schreie von Debbie Stone gehört, als sie starb. Das hat gerade wieder auf so mein, das hat auf meinen Magen geschlagen. Ganz ehrlich. Behalte diese Schokolade im Auge. Lasst uns schauen, wo sie am Ende sein wird. Okay, wir dürfen nicht weggucken, sondern konzentrieren uns auf den Becher, ja. Wo die Schokolade drin ist. Nicht wegschauen, immer schön hingucken und bloß nicht blinzeln. Ansonsten könnte es passieren, dass wir nicht mehr wissen, ich glaub, ich hab's immer sie noch ist. Im Auge. Okay, ich glaube... Ich weiß noch, wo sie ist, aber es wird immer und immer schwieriger. Oh, die so haben langsam die eine wird es ultra schwierig. Meine Augen tun schon weh, aber nicht blinzeln und nicht die weggucken. Die haben die eine weggemacht. Immer hingucken und okay, aus um deine Kamera. Antwort einzuloggen, like einfach das Video und lass uns schauen, wo es ist. Habt ihr übrigens die Ente gesehen? Es war rechts unten das Rote, genau. Schaut das Video nochmal, um zu sehen, ob ihr sie findet. Ganz rechts könnt. Das Rote. Darunter ist sie nicht. Und hast du es geschafft?
Na okay, aber ich hab's noch richtig gehabt. Hattet ihr es richtig, schreibt's in die Kommentare. Hallihallo, ich würde gerne ein Tattoo machen. Okay, gerne, was für eins willst du? Christian, ich will, dass du Christian draufschreibst. Bist du dir aber ganz sicher? Ja, das ist mein Freund, er liebt mich zu 100% und ich liebe ihn zu 110%. Okay, kein Problem. Fertig, und was sagst du? Perfekt! Ja, Jungs, und gestern habe ich so ein freshes Mädchen. Warte, das ist die alte Gurke. Hey Christian, ich habe eine Überraschung. Chantal, das ist kein guter Zeitpunkt. Hä, wieso? Ich wollte nur sagen, dass dein Name tätowiert. Sag kurz leise, ich wollte sagen, dass ich mit dir Schluss machen möchte. Dir Schluss machen möchte? Christian, das ist leider nicht mehr möglich. Doch, bye. So Jungs, ich bin jetzt endlich wieder Single. Wieso bist du wieder bei mir? Mein Tattoo, es muss noch ein wenig geändert werden. Okay. Ich schreib sie dir drauf. Danke, Cristiano Ronaldo. Bist du wirklich zufrieden? Ja. Ja. Oh Mann, ich mag den voll. Also wirklich so einer von denen, die ich zurzeit sogar noch feiere. So. Aber halt, macht wirklich nie den Fehler und tätowiert euch niemals Namen oder Gesichter von Personen, die euch jetzt zurzeit wichtig erscheinen. Außer es ist vielleicht jemand aus eurer Familie, eure Mom oder so. Ich glaube, ich hätte mir selbst bei einem Partner, bei dem ich mir sicher bin, dass ich sie sehr liebe und dass wir sogar lange zusammen sind, ich hätte mir trotzdem nicht deren Namen, deren Geburtsdatum oder sonst was drauf tätowiert. Man könnte jedes Mal mit einer Person Schluss machen oder die Person macht mit dir Schluss und du weißt es nicht. Und dann hast du es bis man stirbt, so dieses Tattoo. So ein Mädchen hat einfach auf ihrem Gesicht ihren Freund tätowieren lassen. Auf dem Gesicht. Lass weiter schauen. Hey, du bist mega hübsch. Ich weiß. Willst du vielleicht auf ein Date mit mir? Hast du ein Haus? Nein, leider nicht. Hast du wenigstens ein Auto? Also ich nicht, aber mein Papa hat eins. Kannst du mir die neue Prada-Tasche kaufen? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Was willst du dann von mir? Ich habe einen Freund. Oh, du hast nur eine Sache falsch verstanden. Ich habe kein Haus, ich habe eine Villa, ich habe kein Auto, ich habe ein Autohaus voller Ferraris und Prada ist mir viel zu billig. Oh, wenn das so ist, willst du vielleicht doch mit mir auf ein Date gehen? Nein, lass mal. Auf geldgeile Menschen wie dich habe ich echt keine Lust. Nein, nein, ich mag deinen Charakter. Oh, ich habe dir doch gesagt, sie ist nur auf dein Geld. Oh, du hattest absolut recht, Mann. Das Ende war lustig, aber das Ding ist halt, ich kenne den Witz schon, der ist schon uralt. So Schatz, du kennst das Spiel. Ja oder nein? Ich weiß nicht. Ganz einfach, ja oder nein, ich brauche eine Antwort. Muss ich jetzt sagen? Ja, natürlich jetzt. Ja. Also, positive Antwort, du bist für ja, hä? Mhm. Sicher? Ah, letztes Mal, glaube ich, ja. Okay, ich nehme nein. Zu 100% sicher nein? Also, du willst nein? Ja. Was jetzt? Ja, ich nehme nein. Okay, bitteschön. Ich nehme ja. Nein, so geht es nicht. Du hast nein genommen. Ich will ja. Das ist sicherlich nicht gestellt. Okay, bei diesen Noten gibt es eine Woche Hausarrest. Okay. Ist eine ziemlich doofe Strafe, oder? Ehrlich gesagt jetzt nicht so. Wieso? Naja, wann hast du mich das letzte Mal freiwillig rausgehen sehen? 1997 oder so. Da warst du doch noch im Kindergarten. Okay, dann brauche ich eine neue Strafe. Okay. Was genau? Eine Woche Fernsehverbot. Fernsehen? Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal Fernsehen geschaut habe. Dann halt dieses Netflix. Okay, auch Amazon Prime, Disney Plus, Apple Plus, Sky. Ja, komplett alles. Und das X irgendwas Hamster oder wovon wir mal Rechnung kriegen. Cool, zocke ich PlayStation. Nein, auch PlayStation-Verbot. Dann bin ich halt den Tag auf TikTok. Was soll ich denn noch alles machen? Hilf mir mal. Sauerstoffverbot. Okay, kriegst du. Aha. Hast du irgendwas anderes? Ich habe keine Ahnung, du musst dir was überlegen. Okay, dann eine Woche Toilettenverbot und damit Ende. Okay. Das ist komisch, aber okay. Ist komisch. Aber halt wirklich, was für Strafen könnten dir die Eltern heute noch geben? Handyverbot schon, aber da hat man einen Laptop. Allgemein technische Geräteverbot? Kompliziert. Ich bin fertig mit meinem Bild. Kann ich gehen? So schnell. Zeig mal her. Oh, das ist das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Diese Ausstrahlung, diese Finesse. Napoleon. Also das können wir nicht werten, weil da ist ein Pferd drauf und wir haben gesagt Porträts von Menschen. Ja, das dachte ich mir schon, deswegen habe ich ein zweites Bild gemalt. Hier, bitteschön. Oh, wie kann es sein, dass ein Schüler so gut malen kann? Ich male seit 25 Jahren und ich komme nicht annähernd so nah ran. Und wie lange hast du dafür gebraucht? Das habe ich einfach mal so hingeklatscht. Einfach mal so hingeklatscht? Ich bräuchte dafür Wochen. Was hast du hier als Inspiration genommen? Ich habe mir nichts dabei wirklich gedacht. Er versteht nicht mal die künstlerische Tiefe seines Bildes. Ich muss es zerstören. Jo, also ich finde das Bild noch ein bisschen duster. Also man könnte hier noch so vielleicht eine Sonne reinmalen. So, also bitte nochmal neu malen.
Und bitte nicht so hinklatschen, okay? Kunst braucht Zeit. Okay, immer wieder dasselbe, ey. Es ist aber echt so, ich fand das gerade so lustig. Aber bei mir war es auch so immer im Kunstunterricht. Ich sag mal so, ich kann gut zeichnen. Ich glaube, heute hängt sogar irgendwo noch ein Bild von mir in der Schule. Und jedes Mal, wenn ich fertig war, war die Lehrerin so, und was hast du dir dabei gedacht? Und dann musste man sich immer irgendeine Scheiße ausdenken. Ja, diese Farben sind Komplementärfarben, aber sie drücken Wut aus oder halt irgendwie Liebe. Okay. Eine 7000 Jahre alte Zahnbürste gegen die Zahnbürste der Zukunft. Mal schauen, wer gewinnt. 7000 Jahre alte Zahnbürste. Ich habe mir sogar extra diese Zahnbürste geholt, um meine Zähne zu verfärben. Jetzt sind sie richtig blau. Die 7000 Jahre alte Zahnbürste nennt sich Missoir und wird aus dem Zahnbürstenbaum gemacht. Am Anfang muss man erstmal drauf rumkauen. Und man sieht auf jeden Fall schon, dass es wie eine Zahnbürste aussieht. Jetzt wird geputzt. So geht das. Ich muss sagen, die Zahnbürste putzt echt gut. Schaut euch mal an, wie viel Mittel schon auf dieser Zahnbürste drauf ist. Das einzige Problem, was ich habe, ist, ich habe richtig viele Splitter im Mund. Kommen wir zur Zahnbürste der Zukunft. Die Zahnbürste der Zukunft ist... Ich habe noch nie nachgedacht, wie damals Zahnbürsten ausgesehen haben. Ein blinder Mann setzte sich in ein Restaurant und ein Kellner fragte ihn, möchten Sie die Speisekarte sehen? Der blinde Mann sagte, ich bin blind. Bringen Sie mir einfach eine Ihrer benutzten Gabeln, ich werde dran riechen und mich danach entscheiden, was ich bestelle. Der Kellner war sehr verwirrt, doch ging zur Küche, nahm sich eine benutzte Gabel und ging zum blinden Mann zurück. Der blinde Mann roch an der Gabel und sagte, ich hätte gerne dieses Lammsteak mit dem Würzkartoffel und dem Grillgemüse. Der Kellner war sehr fasziniert und brachte dem Mann sein Essen. Der blinde Mann aß und ging auch wieder. Zwei Wochen später ging der blinde Mann wieder in dasselbe Restaurant. Der Kellner war sehr neugierig und wollte schauen, wie gut sein Geruchssinn ist. Er ging daraufhin in die Küche, wo seine Frau Maria kochte und sagte zu ihr, tu mir bitte einen Gefallen und nimm diese Gabel und reib diese an deinem Geschlechtsteil. Sie tat es. Ah. Und der Kellner ging zum blinden Mann zurück und gab ihm diese Gabel. Ja, der blinde Mann roch wieder an die Gabel und sagte, interessant, ich wusste nicht, dass Maria hier arbeitet. Oh mein Gott, ich dachte, jetzt kommt wieder so ein dämlicher Witz über Fischgerüche und so weiter. Mama, rate mal, wer eine 2 plus in Mathe bekommen hat. Deine nee, Jonas, ich kann mich hier gerade nicht auf dich konzentrieren. Allem besser als du sind. Warum? Weil ich mir hier gerade die 1 minus von deinem kleinen Bruder in Deutsch angucke. Hattest du damals auch so gute Noten? Ja. Na, Jonas? Ja? Naja, das stimmt jetzt ja nicht so ganz, was du sagst. Wie bitte? Deine Noten damals waren schon wesentlich schlechter als die von deinem kleinen Bruder. Siehst du, du bist schlechter als ich. Halt deine Fresse. Nicht diese Wörter. Kein Wunder, dass du so schlechte Noten in Deutsch hattest. Ich hatte keine schlechten Noten in Deutsch. Jonas, wir denken drüber nach, ob wir das Zimmer von dir und deinem Bruder tauschen und du das kleinere kriegst. Weil er jetzt bessere Noten schreibt als ich, oder was? Ja, nein, keine Sorge. Nur dein kleiner Bruder hat jetzt eine Freundin. Und wir glauben einfach bei dir, also Papa und ich glauben nicht, dass du jemals eine... Wow, das hat weh. Das tat im Herzen weh. Oh Mann, ich mag Jonas. Halt wirklich, das war ganz lustig. Aber yo, ich hatte jetzt keine kleinen Geschwister, aber ich kenne das von Freunden. Und bei denen war es auch so ähnlich. Okay Leute, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert das Glöckchen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und sonst, bye bye.